Hi Leute und herzlich willkommen beim Beatnerd. Mein Name ist Desart und ja, heute zeige ich euch so ein paar Kniffe bei der Arkai Live, Arkai MPC Live so. Ihr habt ja sicher das Unboxing gesehen und das Ding ist natürlich ein ziemlich geiles Teil, aber und jetzt kommt der kleine Wermutstropfen. Es ist gar nicht mal so leicht, das Ding zu bedienen. Ich habe es angemacht und habe ein Projekt geladen. Da ging das noch, aber wenn ich da, also praktisch, wenn ich sagen wollte, okay, jetzt mache ich mal was Eigenes, jetzt mache ich ein paar eigene Beats, ein paar eigene Samples, dann war das Ding doch ein bisschen schwieriger. Und ehrlich gesagt, im Internet habe ich auch nicht so viel gefunden. Also dadurch, dass das Ding relativ neu ist, findet man da wirklich zum Teil ja, Tutorials, die einem nicht viel bringen. Das heißt, ich habe mich die ganze Nacht hingesetzt, um mal auszuchecken, wie kriege ich ein Beat rein, wie kriege ich einen Bass rein, wie kann ich hier meine Tastaturen und Klaviaturen benutzen und was hat das kleine Ding hier drauf. Das heißt, wir wollen uns gleich mal einfach das Ding angucken. Die Tutorials, die ich mache, werden nicht zu lang sein, sie werden in bestimmten Abständen sein, weil ich muss natürlich auch so ein bisschen mich hier warm machen mit dem Ding. Aber ja, wir fangen jetzt gleich mal an, und zwar einen eigenen kleinen Beat zu erstellen. Wir nehmen natürlich meinen absoluten All-Time-Favorite Get Lucky, weil der relativ easy ist. Ich zeige euch, wie man einen Beat baut, wie man aufnimmt und so ein paar Standardfunktionen. Okay, fangen wir an. So, da sind wir jetzt auch schon mit der MPC. Ich habe hier nochmal ein M-Audio-Keyboard dran geklemmt, weil ich werde natürlich ein bisschen was spielen. Und ja, ich werde euch jetzt mal zeigen, wie man relativ easy den ersten Beat baut. Ich habe ja schon mal so ein bisschen die Anschlüsse erklärt, nicht alle. Aber ich habe jetzt noch hier eine SD-Karte drin mit Samples. Ist erstmal uninteressant. Ich habe für die Outs praktisch hier Out 1 und Out 2, also rechts und links benutzt, die in mein Interface kommen, damit ihr was hört. Und hier praktisch per USB ist das M-Audio drin. Was halt ziemlich geil ist, das Ding ersetzt ja sozusagen einen kleinen Laptop. Also ist schon sehr cool. Also es ist weit was komplett anderes als irgendwie eine Groovebox wie die wie der Korg EMX oder sowas. Sehr cool. Okay, ich starte mal hier hinten. Wir sind im Standalone-Betrieb und wir sind im Batteriebetrieb sozusagen. Dann checken wir mal. So, wir haben hier das Anfangsbild und das Ding fährt natürlich hoch. Gleich geht es nämlich los und dann erkläre ich euch so ein bisschen, wie das alles funktioniert und was ich für mich bisher herausgefunden habe, was was funktioniert. Okay, wir starten. Alles natürlich Touchscreen. So, hier haben wir jetzt praktisch die Möglichkeit, verschiedene Dinge zu machen. Und das hat mich schon verwirrt, weil ich dachte, Audio-Tracks, Clips, Pop, House, okay, alles cool, alles Demos. Aber was ich eigentlich wollte, und das habe ich tatsächlich erst relativ spät gefunden, ist Empty Project. Ja, das ist nämlich das Ding. Hier unten ist ein leeres Projekt. So, und jetzt ist es natürlich geil. Jetzt habe ich alles vor mir. Wie gesagt, ich werde die meisten Sachen werde ich Stück für Stück in verschiedenen Tutorials erklären. Heute geht es nur darum, endlich mal was Eigenes Kleines zu machen. So, Sequenz. Machen wir mal hier die erste Sequenz. Das heißt praktisch, wir können natürlich alles mit Touchscreen und Doppelklick sozusagen aufrufen. Sequenz ist immer sozusagen das Ganze. Das heißt, mein ganzes Projekt würde ich es nennen. Das heißt, wie viele Bars hat mein ganzes Projekt? Wir machen mal 4 Bars. Einfach draufklicken und hier auf 4 raufhauen. Do it. So, dann kann ich die Beats per Minute einstellen. 120 ist okay. Startet bei 1, endet bei 4. Das ist nicht so wichtig und wiederholt sich immer wieder. Okay, das bedeutet jetzt, Sequenz haben wir. Jetzt brauchen wir irgendwie ein Instrument oder Drums. So, das heißt, unser Track, das ist so ein bisschen tricky. Der Track heißt immer praktisch die Spur und unten das Programm ist später das Instrument. Also gehe ich praktisch, mein Track 1 ist Spur 1, gehe jetzt auf Menü, gehe auf Browse und kann mir hier jetzt verschiedene Kits anhören. Ich nehme jetzt praktisch wirklich nur die, die da sind, also praktisch Drums und Instruments werde ich gehen. Samples und sowas brauchen wir erstmal nicht, MyFiles auch nicht. Und jetzt suche ich mir irgendein cooles Kit aus. Wir gucken mal. Wir wollen ja Get Lucky machen. So, also hier gibt es echt ganz, ganz, ganz viele Kits ohne Ende. Also man sieht hier, es ist echt Future, Hip-Hop und. Ja, wir nehmen mal eine lockere Version von Get Lucky. So, jetzt gehe ich auf Load
Und jetzt lädt er praktisch dieses Kit in das komplette Projekt. Ob ich es jetzt hier benutze oder nicht, ist erstmal egal. Ich zeige euch das. Also ich gehe auf Menü, auf Main. Und jetzt praktisch gehe ich auf meinen Track 1. Und man sieht hier unten schon Drum Program, Hip Hop Kit, Kapsan, Digits Kit. Wir gucken mal. So, jetzt müsste man natürlich auch das Kit kennen. Also, was hier so los ist. Weiß ich natürlich nicht, ich habe einfach nur das Kit genommen, aber das reicht mir ja schon vollkommen. Okay, das heißt, das Erste, was ich mache, wichtig vielleicht noch zu sagen ist, Velocity 100, das heißt praktisch, wir haben hier eine Velocity-Einstellung von 100% auf dem Track 1 und die Länge, das ist nochmal vielleicht ganz wichtig, und zwar die Länge ist jetzt so lange wie die Sequenz, das heißt 4 Bars. Ich kann aber auch sagen, naja, das Ding ist nur 2 Beats lang. Ja, das kann man sich so ein bisschen aussuchen, aber wir nehmen jetzt praktisch 0, das heißt, das ist die Sequenz. Das heißt, so lang wie hier oben die Bars sind, so lang ist jetzt praktisch das Pattern. Wenn ich zum Beispiel sage, ich habe nur Ende, mehr passiert dann nicht, dann könnte ich sagen, ja gut, das ist nur ein Beat. Okay, dann gehen wir auf Rack. Jetzt muss ich hoffen, dass das dass mein Playback hier laut genug ist, sonst höre ich es nicht. Aber wir checken das einfach mal. Ich mache jetzt gleich auf Play und dann nimmt er auf. Wir probieren es mal. Okay. So, okay, das heißt, wir haben schon unsere Drums aufgenommen, man hat gehört, sie sind okay. Sobald ich eine Länge durch habe, fängt er an mit Overdub. Das heißt praktisch, egal was ich danach noch einspiele, das ist dann praktisch ein Overdub und wird über das Bestehende reingehauen. Da muss man ein bisschen aufpassen, denn wenn man dann aus Versehen das Ding nicht wegdrückt und irgendwas aus Versehen noch aufnimmt und sagt, ah nee, das war jetzt nicht gut, und Undo macht, ändert er die komplette Spur, das heißt auch das Rack. Ja, deswegen, da muss man ein bisschen aufpassen. Ich habe auch geile Sachen eingespielt, dann habe ich gedacht, ah, scheiße, da war was falsch. Overdub, Undo, und auf einmal war alles weg. Okay, jetzt können wir nochmal hier rüber gehen ins Grid. Und hier sehen wir es, was sehr Geiles, was ich hier gemacht habe. Ist auch schon schön quantisiert, da gibt es auch eine Option, ist erstmal nicht so wichtig für uns. So, ich kann hier auch natürlich reingehen. Ich kann hier Nudge machen, das heißt, wenn ich hier eine Note hier selecte, so, ja, kann ich die auch hier verschieben, wie ich will und sowas. Das ist erstmal gar nicht so wichtig, aber wenn ich irgendwas falsch gemacht habe oder wenn ich noch irgendwas einspielen will oder einzeichnen will, dann kann man hier praktisch ganz viel machen. So, gehen wir in den Home-Bereich. Das heißt, wir haben Track 1, ist unser Kit. Kann man natürlich auch, wenn man will, hier komplett benennen. Ich zeige euch nochmal hier auf den Stift. Und dann war das hier irgendwo möglich, genau hier oben. Track 1 heißt jetzt, was haben wir, Drums. Drums. So, ich hab noch ein bisschen Probleme mit dem Touch hier. Aber es kann sein, dass ich diese Folie hier noch drauf habe. Ich hoffe, das spiegelt nicht zu sehr. Die kann man natürlich auch abziehen. Okay, das heißt, hier haben wir schon mal die Drums und können relativ viel damit machen. Bedeutet auch hier, man hört ja, und wenn ich jetzt einen Overdub mache, das heißt praktisch, ich mache auf Play, gehe auf Overdub, ich gucke mal, was ich hier noch habe. Ja, ich nehme mal das hier. So, jetzt gehe ich auf Overdub, hole ich mir die Clap. So, ganz cool. Jetzt bin ich im Overdub weg. Und checke mal so ein bisschen aus, was noch drin ist. Ja, hier zum Beispiel so ein bisschen eine Crash, also nochmal Overdub. 2, 3. So, das reicht. Okay, zweimal gespielt, ist egal, kann ich gleich nochmal ändern. Hier haben wir noch Metronomeinstellungen. Ich habe extra relativ lautes Metronom gemacht, weil ich höre es nicht so gut. Count-in beim Record, Enable Record ist okay. Hier nochmal vielleicht der Sound ganz wichtig, den kann man noch verändern, je nachdem, was man haben will. Ich fand jetzt den Sidestick 2 ganz cool. So, jetzt gehen wir nochmal hier rein ins Grid und gucken mal, was ich hier gemacht habe. Wir playen mal das Ganze ab.
Ja, der ist hier falsch, den wollte ich hier gar nicht hinhauen, sondern eigentlich auf die 1. Das heißt, ich kann entweder, ich nehme das Ding hier mit. Ups, jetzt habe ich natürlich 2. So, hier nochmal. Also ich kann es hier mitnehmen. Ich könnte es auch nochmal neu zeichnen. Was ich jedem empfehle, was man machen kann, werde ich beim nächsten Mal zeigen, und zwar ein Stiftwerkzeug. Hilft auch mal relativ viel. Okay, ja, das war's erstmal für heute. Das heißt, jetzt habt ihr die Möglichkeit, erstmal schon mal Drums reinzuhauen. Ich will die Folgen hier nicht zu lang machen, weil ich habe ja die Erfahrung gemacht, es macht mehr Sinn, ein paar kleinere Folgen zu machen. Aber spielt mal ein bisschen damit rum. Nehmt mal ein paar Drums auf. Jetzt können wir natürlich, ich will das nochmal vielleicht ganz kurz zeigen, und zwar die BPM. Ich lasse es jetzt spielen. Gehe auf die BPM und schiebe sie mal runter. Real-Time Upslow. Genau, und so machen wir dann später unser Get Lucky. Ja, das war's auch mit der ersten Folge der MPC Live. Wie gesagt, ich werde ein paar kleinere Folgen daraus machen. Nicht so ein 30-Minuten-Ding, weil das guckt sich ja natürlich keiner an. Beim nächsten Mal gucken wir uns den Bass an, danach die Keys und dann vielleicht noch ein paar Sondersachen. Also man merkt schon, die MPC Live ist ein geiles Ding, gerade für live. Also da kann man unglaublich viel machen, aber man muss sich echt auskennen. Also ist nicht gerade easy. Ja, wenn ihr mehr davon wollt, dann einfach www.beatnerd.de, zieht euch mal die ganzen Lehrgänge rein, die ich mache, und meine Dozenten. Und ja, ansonsten liked es, teilt es, der Channel ist ja neu, wie ihr seht, noch wenig Abos, da kommt jetzt demnächst mehr, ich werde jetzt viel mehr damit machen und werde auch immer wieder versuchen, neue Sachen reinzubauen hier in dieses ganze, ja, Projekt, Gitarren, Bässe, Synthes und alles Mögliche. Wenn ihr noch Ideen habt für irgendwelche Sachen, was ich euch zeigen kann, was ich euch zeigen soll oder sowas, dann ja, schreibt mir einfach, und bis dahin. This out.